Liebe Freunde, einige Gedanken zu Parashat Vayakel. In der Parashat Vayakel erzählt uns die Tora wieder von verschiedenen Spenden, die man gebracht hat zum Bau des Mishkan, des Stiftzeltes. Und die letzten, die ein Geschenk gebracht haben, waren die Nesiim, die Stammesfürsten. Was haben sie gebracht? Sie haben gebracht oder sie haben gespendet die wertvollen Edelsteine für das Brustschild des Hohepriesters. Interessanterweise aber, wenn das Wort, die Stammesfürsten, Nesiim auf Hebräisch, in der Tora geschrieben steht, fehlt ein Buchstabe Jud in diesem Wort Nesiim. Also fehlt etwas in dieser Gabe, die die Fürsten gebracht haben. Unsere Weisen im Midrasch nehmen dazu Stellung und sagen, ha, denke nicht, dass das Bringen der Spenden der Fürsten eine gute Sache gewesen ist. Denn die Fürsten haben bis zum Schluss gewartet. Sie haben gesagt, lass mal die anderen erstmal bringen und was noch fehlt, bringen wir. Aber in Wahrheit, und das deutet der fehlende Buchstabe Jutan, in Wahrheit war das nicht eine edle Absicht, sondern es war eine Absicht, ja, eine gewisse Form der Faulheit, wo sie gesagt haben, sollen erstmal die anderen tun und dann erledigen wir den Rest. Manchmal ist es gut, aber die Tora kennt ja die Motivation der Personen und will uns aufzeigen, das war nicht so gut. Die Fürsten als ihre Beispielrolle auch, als Stammesfürsten, hätten die Ersten sein müssen, die Spenden gebracht haben und somit die anderen motivieren sollen, auch ihr sollt Spenden bringen und nicht bis zum Schluss warten. Also von daher war dieses Warten bis zum Schluss keine gute Sache. Vor allem, wenn es darum geht, zu spenden, eine gute Tat zu machen, sollte man der Erste sein und nicht der Letzte. Interessant ist hierbei auch, was für sie übrig geblieben ist zum Spenden. Hashem hat das so eingerichtet, dass sie die Edelsteine für das Brustschild des Hohepriesters gespendet haben. Wo lag das Brustschild? Sagt uns die Tora schon in Parashat Tetzaveh, das Brustschild war gegenüber dem Herzen. Und in Parashat Truma haben wir vor einigen Wochen gelesen, dass die Juden mit ihrem Herzen motiviert worden, von ihrem Herzen motiviert worden, zu spenden. Nediv Lev, jemand, der mit vollem Herzen gibt. Und deswegen wollte Hashem andeuten zu den Fürsten, wisst ihr, was ihr spenden sollt? Genau die Steine, die gegenüber dem Herzen vom Hohepriester liegen werden, um euch Fürsten zu sagen, lebt mit eurem Herzen. Wenn es um Spenden geht, wenn es um Helfen geht, wenn es um gute Taten geht, darf es nicht immer nur einfach ein rationales Kalkül sein, so wie bei euch. Ja, ja, sollen erstmal die anderen bringen, am Ende bringen wir. Nein, wenn es darum geht, eine gute Tat zu machen, sei mit dem Herzen dabei und sei einer von den Ersten, damit du andere motivieren kannst. Und wenn du eine besondere Position hast, so wie der Fürst, umso mehr sollst du einer von den Ersten sein. Shabbat Shalom.